Hallo Leute, unglaublich, wie viele von euch uns nach den Videos der KEF LS50 Meta und der LS50 Wireless 2 angerufen und sich nach einer persönlichen Beratung für den Kauf ihrer neuen Anlage bei uns entschieden haben. Auf diesem Wege noch einmal vielen, vielen Dank dafür. Da kamen aber auch Fragen, ob nicht noch etwas mehr Tiefgang möglich ist, das heißt zum Beispiel durch einen externen Subwoofer. Bisher scheitert die Anschaffung häufig daran, dass diese Subwoofer zu groß sind, zu hässlich. Und ich habe in den letzten Jahren nach kleinen Subwoofern Ausschau gehalten, aber keiner hat mich so richtig überzeugt. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, da gibt es die von B&O, da gibt es die von B&W, von Velodyne und so weiter. Die klingen alle ganz ordentlich, die klingen alle bemüht und für ihre Größe ganz ordentlich, aber so richtig flashen tun sie eigentlich. Und genau das will der englische Lautsprecher-Spezialist KEF nun anders machen. Mit dem KC62 wollen die Jungs das Rad angeblich neu erfinden. Ob das aber funktioniert, das klären wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Thomas Elektronik in Hamburg. Wir sind euer Fachhändler für die coolsten und angesagtesten HiFi- und Heimkino-Produkte. Was beeinflusst denn nun eigentlich die Kraft und die Tiefe bei einem Subwoofer? Das sind vereinfacht gesagt vier Faktoren: der Membrandurchmesser, der Hub, den die Membran machen kann, die Gehäusegröße und der Motor, sprich Netzteil und Verstärker. In diesem Video zeige ich euch den brandneuen KEF KC62. Wir gucken uns die Optik an, die Anschlussvielfalt, die Einsatzmöglichkeiten, machen natürlich einen Praxistest und die Key Features dürfen auch nicht fehlen. Also los geht's, ich bin gespannt. Ja, die Optik ist schon mal vielversprechend. Super schick und modern, erinnert eigentlich in erster Linie gar nicht an einen Subwoofer. Das KEF-Logo nicht irgendwie aufgedruckt, sondern eingelassen. Und nirgendwo sind Schrauben zu sehen und die Gehäuseoberflächen alle seidenmatt, super schick. Ja, hier seht ihr nochmal die schön gerundeten Kanten. Das alles sieht wirklich sehr hochwertig aus. Auch dieses Logo, was eben nicht einfach als Typenschild aufgeklebt ist, sondern eingelassen. Darunter die Betriebs-LED, zeige ich euch gleich mit dem Einschalten. Und eben diese Seitenwangen, die ich mir persönlich in Metall statt in Kunststoff gewünscht hätte. Aber grundsätzlich macht der ganze Subwoofer einen super hochwertigen Eindruck. Und das Teil ist mörderschwer. Aber das erzähle ich euch nachher noch in den Key Features. Jetzt schalte ich ihn erstmal einmal ein. Und wir sehen schon, dass die Standby-LED orange leuchtet. Die Besonderheit des KC62 soll ja sein, dass er genauso klingt wie ein erheblich größerer. Man sieht hier aber auch schon ein bestimmtes Sickendesign. Also man hat hier die Sicke besonders eingefasst, damit der Tieftöner auch bei großen Bewegungen möglichst nicht taumelt. Guckt euch das mal an. Das ist doch mal ein Anschlussfeld. Der KC62, soweit schon mal vorweg gesagt, bietet jede Art von Anschluss für alle erdenklichen Signallieferanten. Das kann per Kabel passieren, aber hier links ist der Anschluss für das KEF eigene KW1 Wireless Kit, also ein Drahtlos-Set. Das seht ihr übrigens auch bei uns im Shop. Dann haben wir hier dieses kleine Mäuseklavier, in dem man einstellen kann, dass am Ausgang nur hohe Frequenzen rausgehen, damit zum Beispiel mit einer externen Endstufe Satellitenlautsprecher, also kleine Lautsprecher, nicht überfordert werden. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Phase einzustellen. Und dieser kleine unauffällige Schalter ist eine ziemlich coole Geschichte. KEF hat nämlich die DSP da drin programmiert und mit bestimmten typischen Frequenzkurven vorgefiltert, sodass je nach Aufstellort, sei es in der Wand, in der Ecke, in einem Schrank oder frei, sich immer ein sauberer, trockener und dröhnfreier Bass ergeben soll. Hier könnt ihr dann entscheiden, ob der Subwoofer über die eigene obere Grenzfrequenz einstellbar sein soll oder in Position LFE von einem AV-Receiver dieses schon vorgefiltert bekommt, dann ist dieser Regler wirkungslos. Rechts der Lautstärkeregler und unten sehen wir so ein paar typische Sachen, den Ein- und Ausschalter, Anschluss fürs Netzkabel und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, an diesem Anschluss mit diesem mitgelieferten Adapter Lautsprecherkabel dran zu setzen und den Subwoofer direkt über die Lautsprecherausgänge eures Verstärkers anzusteuern.
und alternativ natürlich die typische Art und Weise von einem Stereoverstärker oder AV-Receiver. Ich kann es kaum erwarten, den in der Praxis jetzt mal zu erproben, aber trotzdem natürlich noch mal ein paar Key-Features zur Technologie und was Kev sich dabei gedacht hat. In diesem Subwoofer werkelt nämlich nur noch ein Antrieb mit zwei ineinander greifenden Schwingspulen. Das bewirkt eine um ein Drittel geringere Gehäusegröße. Gleichzeitig muss der Subwoofer natürlich dieses ausgleichen, indem die Membranen einen besonders großen Hub, also eine besonders große Bewegung machen können. Dafür ist das Design der Sicke, also der Aufhängung dieser Membran, besonders gestaltet worden. Dann besitzt der KC62 eine elektronische Hubkorrektur. Das heißt also, wenn der Tieftöner schwingt, darf er ja nicht anfangen zu taumeln. Und damit wird also eine elektronische Korrektur beauftragt, das zu korrigieren, damit er immer richtig sauber schwingt. Es sind zwei Verstärker integriert mit je 500 Watt Leistung. Das ist schon mal recht beeindruckend, finde ich. Und durch die Anschlüsse, die ich euch gezeigt habe, passt er wirklich zu jedem Stereo- oder AV-Receiver-Verstärker. Die Tieftöner sind im technischen Design der R-Serie gehalten. Er hat ja diese mehrstufige DSP-Anpassung, das heißt, an den Aufstellort passt er sich klanglich an. Es gibt das KW1-Kit, das heißt, um ihn drahtlos mit einem AV-Receiver oder Verstärker zu betreiben. Die Abmessungen sind 24,6 x 25,6 x 24,8 cm und das gute Stück wiegt satte 14 Kilo. Aber jetzt geht's in den Hörtest. Ja, jetzt bin ich wahnsinnig gespannt, wie sich der kleine Subwoofer nun wirklich macht. Ich habe ein kleines Setup für euch aufgebaut, bestehend aus der KEV LS50 Meter mit ihren passenden Stands dazu. Als Verstärker dient der sensationelle primare i15 Prisma und mit AudioQuest-Kabeln das Ganze versehen. Ich spiele jetzt mal ein Stückchen Musik und beginne zuerst ohne Subwoofer. Ja, das war mal so eine kurze Musiksequenz, Vergleich mit und ohne Subwoofer. Ich weiß, bei YouTube das darzustellen ist immer ein bisschen schwierig, ein bisschen verfälschend. Ich habe aber den Subwoofer auch noch mal zu Hause getestet mit Heimkino und es ergibt sich eigentlich ein ähnliches Bild wie hier. Es ist einfach unfassbar, wie tief der spielt. Das ist unglaublich. Dabei aber, und das ist das, was mich fasziniert, ist er unwahrscheinlich genau. Er folgt also jedem Ton 100% präzise. Das im Verhältnis zur Größe ist schon schlicht und ergreifend unglaublich. Es gibt diesen KC62 in zwei Farben. Es gibt ihn in Schwarz und in der Farbe Weiß, was ich auch sehr schick und sehr schön finde. Wenn ihr euch über den Subwoofer informieren wollt, klickt einfach in die Infobox unterhalb des Videos, da seht ihr alle Details, auch natürlich die Bestellmöglichkeit. Lasst euch von uns gerne beraten zu dem Thema. Ihr erreicht uns immer telefonisch unter 040-4100-4540 oder einfach per E-Mail an shop@thomas-elektronik.de. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierher gefallen. Wir würden uns natürlich über ein Like freuen, abonniert gerne unseren Kanal und wenn ihr immer über die neueste Technik informiert bleiben wollt, klickt einfach auf die Glocke. Bis hierher erstmal vielen Dank, dass ihr das Video so aufmerksam verfolgt habt. Viele Grüße aus dem schönen Hamburg, euer Thomas Orlowski und bis zum nächsten Mal.